Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 4. So, wir sind hier. Reise erbitten. Komm, wir können eigentlich. Können wir da auch. Ganz easy mal so. Ha. Ist zwar immer ein bisschen knapp. Hier gibt es auch 100 pro auch irgendwelche gefährlichen Flusskreaturen. Oder? Also das war mit 120 durch den Ring hier. Na gut. Boah. Ja, da kriegt man nochmal einen ordentlichen Speedboost dazu. Aber es slowt uns dann schon wieder ein bisschen runter. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, wir fliegen, wenn wir jetzt der Straße hier weiter folgen, fliegen wir genau drauf zu. Ich bin auch mal gespannt, was das Spiel hier für Easter Eggs bietet. Persönliche Bestleistung. 2 Minuten. Ja, haben wir heute auch gemacht. Ja gut, wir haben heute eigentlich alles gemacht. Ist heute die zweite Aufnahmesession. Dazwischen war ein kurzer Stream. Ach, guck an. Tempo-Stunt. Mit welchem Tempo muss ich denn da durch? Du hast doch nichts dagegen, oder? Na! Du Wahnsinniger! Immer wieder. Wie gesagt, nach GTA spielen. Ups. Mit wie viel km/h muss ich da durch? Rico Rodriguez, du rasender Dämon. Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Reporterin. Die rasende Reporterin. So. Sudala. Jetzt fahren wir mal schnell dahinter. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir da mit 120 Sachen durch den Ring kommen. Aber ich denke schon. Ja, also wie das jetzt aussieht. So. Jetzt fahren wir mal schön da hoch. Ja, wunderbar. Und dann, ja, da haben wir 1A eingeparkt, sodass wir fast nicht mehr rauskommen. ja. Wo geht's denn jetzt hier lang? What the fuck? Was zur Hölle? Minimap brauchen wir. Ja. Sorry. Das ganze Ding ist jetzt fast hat keinen Strom mehr. Wir sind dran schuld. Ja. Ja. Wow. Da bin ich jeden Abend. Hoppa. Ja, geschafft. Ja gut, das war jetzt mit dem richtigen Fahrzeug ist das halt easy peasy, ne? Und was haben wir hier? Wo hieß der Gelände? Na, da brauchen wir einen extra Geländewagen dafür. Puh, das war nett. Warte mal.
Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Gut. Das wollte ich jetzt zwar auch nicht. Naja, egal. So. Wir brauchen einen Geländewagen, aber ich weiß halt nicht, wie der aussieht. Dieser Geländewagen. Okay. Das ist ja nicht zufällig. Können wir uns den nicht liefern lassen? Warte mal. Wo war das denn? Nein, so nicht. Enterhaken, Nachschublieferungen. Warrior. Geländewagen. Chupacabra. Manipulierter Chupacabra. Okay. Eine Limo. Hätten wir hier auch. Ultraleichtflugzeug. Ne, wir brauchen da tatsächlich irgendwo. Von irgendwo her bräuchten wir jetzt so einen Geländewagen. Pugilista. Hier geblieben. Stehen bleiben! Ich glaube, das ist er. Dies ist mein Eigentum, runter da! Verzeihung. Schnauze, ich bring dir gleich wieder. Okay, liest der Geländewagen. Das ist er! Was nehmen wir denn Schönes? Mit wie viel? Mit 80 müssen wir da durch? Yeah. Das ist das Teaser-Video. Episch. Das ist das Grab von Otto Rongos Frau. Es wurde erst kürzlich freigelegt. Ciao. Offenbar wurde der Sarkophag sehr sorgfältig vergraben. Grab der Gattin. Hey, Kleiner, wenn wir durch den Sturm kommen wollen, brauchen wir was, damit wir nicht gebraten werden. Am ehesten finden wir wohl bei Meteolab was Passendes. Ja, ja, komm, eins nach dem anderen. Ne? Wir haben ja keinen Zeitdruck. Verstehst du? Und ich glaube, ich muss irgendwie... Ja. Nicht? Kann ich mich das so wie Spider-Man dranhängen? Ja, ne? Oh. Das gibt's doch nicht. Aber ich habe hier schon meine richtig starken Dinger dran, oder? Oh. Ah. Ups. Vielleicht hier dran. Wer weiß? Nee.
Okay, warte mal. Lass mich mal kurz nach. Sorry. Vielleicht ist dahinter ja irgendwas versteckt, was wir ja gerade nicht sehen konnten. Nee. Vielleicht aber da drüben. Wie habe ich denn den anderen hier getriggert, da hinten? Aber eins ist sicher, wir müssen den Kopf da reinrollen. Ne? Aber wie kriegen wir den da los? Okay. Aber ich hab hier... Warte mal. Ja, ne? So wird's ja kaum sein. Nee, das ist nichts. Das ist ja aber hier mein richtig starker, ne? Der schafft's nicht. Das auch nicht? Das hat wehgetan. Ja, vielleicht in den Ruinen irgendwie drinnen. Vielleicht hier. Nö. Oder wir sind hier auch wieder zu früh dran. Das wäre aber auch wieder blöd, ne? Hier gibt's nichts. Verfluchte. Oh. Hier sieht auch nichts aus wie ein Hebel, wie ein riesiger Hebel. Ein riesiger Hebel. Ein riesiger Hebel. Hier ist auch kein riesiger Hebel. Da! Wir wissen nur sehr wenig über die Frauen aus Otorongos Zeit. So. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass es eine arrangierte Ehe war. Sie haben sich vielleicht nicht geliebt, Irland. Aber es ist klar, dass sie trotzdem treu zueinander standen. Wie kommst du darauf? Hättest du so einen Aufwand betrieben, um jemanden zu begraben, der dir gleichgültig ist? Oh. Hier lang. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Wunderbar. So, einmal bitte hier rein. Ich folge zugleich. Okay. Okay, wohin? Muss der da runter oder muss der... Nee, der muss... Nee, hier würde er doch gar nicht durchpassen. Gut. Ja, da waren wir dann schon richtig. So, können wir hier jetzt? Nee. Können wir hier jetzt, ne? Das sind... Oh. Shit! Ich frag mich, wie die das damals hier bewerkstelligt haben. So, da haben wir den Stein ins Rollen gebracht. Oder? Ja. Der muss jetzt da runter. Komm, hallo. Also bitte. Also bitte. Na komm.
Ich finde das Symbol hier auch so schön. Das Grab ist offen. Mein Stift ist bereit. Anzünden. Oh. Liegt mein Reich tot und begraben. Faszinierend. Das Reich von Otto Rong umfasste den Großteil von Solis. Und vielleicht sogar noch mehr. Das ergibt alles noch keinen Sinn. Da muss noch mehr dahinter stecken. Hui. Okay. Wingsuit Stunt. Nehme ich natürlich gleich mit. Wenn wir schon mal hier sind. Der startet. Dort oben. Okay, nehmen wir noch mal kurz Anlauf mit. Wow. Nee, fuck, Alter. Da sind wir zu tief. Blöd gelaufen. Okay. So. Sind wir immer noch zu tief? Nee. Das könnte gut werden. So, den haben wir auf jeden Fall schon mal. Zwei. Drei. Hast du in die Kamera gezwinkert? Du frecher Bengel. Mit so einem Blinken dann noch, wenn ich zwinker. Kling. So, Tempo-Stunt. Haben wir auch hier unten. Machen wir den noch und gucken dann mal, wie es mit der nächsten Story-Aufgabe, mit dem nächsten Story-Auftrag aussieht. Moment, lass mich mal kurz lesen, was wir da machen müssen. Gelange mit mehr als 80 km/h durch den Ring. Ja, gut. Wenn ich jetzt hier nach oben fliege, den aktiviere, dann wieder den Wingsuit. Ganz tief unten. Du benötigst ein Fahrzeug. Ich bin mein eigenes Fahrzeug. Hey, ich brauch das Ding. Dafür danke ich dir nicht. Oh, hört euch mal den Sound an. Dafür lässt sich steuern wie Arsch. Du bist ein wahrer Künstler, Rico. Das weiß ich doch. Wohin als nächstes? Mehr als 150. Ich habe hier gerade so ein schönes Auto. Oh. Aus dem Weg. Club 180. Ah, schade. Boah, das Auto, Alter. Okay, wo müssen wir lang? Weiter hier runter. Thank you.
Steckt da... Alles klar, da steckt halt einfach mal so eine Leitplanke bei uns mit drinnen. Ich meine, hey, wieso nicht? Da vorne herrscht Krieg, aber das ist mir jetzt egal. Mann, da muss man schon wieder abbremsen. Oh! Der will's also wissen. Okay, jetzt hier hoch. Genau. Ja, und wieso funktioniert bei denen der Airbag nicht? Ja, da denkt keiner dran. Boah, jetzt bitte nicht hier runterfallen. Ab durch den Tunnel. Warte mal. Wo ist der Ring? Unten? Macht mich nervös. Der Ring ist, glaube ich, nicht für Fahrzeuge. Klar. Okay. Wir haben es so gewollt. So. Vorsicht! Jawohl! Jawohl! Wie cool, Alter. Schadensfrei. Aber es wird Zeit zu gehen. Muss ich noch mal ganz kurz umdrehen. Da unten ist es. Das zählt dann bestimmt wieder nicht als Fahrzeug, oder? Benötigt ein Fahrzeug. Okay, jetzt kommt der ultimative Test, meine Damen und Herren. Was verbirgt sich hier hinter? Rein gar nichts. Okay. Hey! Wow, okay. Das Spiel ist nicht gut. Wenn sich hinter so einem Wasserfall nichts verbirgt, keine Höhle, dann ist das kein Spiel.
So, ich baue jetzt erstmal irgendwoher ein Boot. Nur woher? Okay, das ist ein Stein, kein Boot. Ah. Ich verstehe. Können wir uns schon ein Boot liefern lassen? Was ist das? Oh, wir können hier ganz normal draufstehen. Das ist ja cool. Okay, wir müssen uns ein Boot liefern lassen. Leistungen? Nee. Ein Boot. Boah, wo könnten hier Boote? Hier sind Boote. Wir können uns keins liefern lassen. Ein Heli. Wir könnten allerdings auch ein Ultraleichtflugzeug. Wenn ich wüsste, wo das wäre. Hier. Ultraleichtflugzeug. Wir haben keine Startbahn dafür. Also wir nehmen das hier als Startbahn. Kann man mal machen, oder? So, Abwurf anfordern. Wo ist er? So, die Autobahn, der Highway wird jetzt erstmal gesperrt. Bitte entfernen Sie sich umgehend. Wie geht's? Ich komm gleich nach der Arbeit rüber. Keine Sorge, heute Abend. Das letzte Mal, das war was anderes. Wir reden später. Du stellst dich mal dahinter. Au! Fuck! So. Hör ich da einen Helikopter? Ja. Du bleibst da. Hallo, mein Guter. Ups. Der Roller kann hier mal ein bisschen versperren. Befestige ich auch noch. Nein, ich bin noch nicht in der Post. Ich weiß immer noch nicht, was ich eigentlich bei der Arbeit habe. Ich hatte ihre Nummer, aber ihr Name war verwischt. Ja, danke, mein Roller. Das verstehe ich. Also, du weißt ja, wie es ist. So, ich mache hier mal eine kleine Blockade. Nein, Vorsicht! So, das sieht schon mal gut aus. Dann will ich den hier hin. Jawohl, ja. Alles klar. Dann können wir jetzt. Hoffentlich. Geht nicht. Braucht noch ein bisschen Aufladezeit. Alles klar. Dreht am besten alle um. Am besten mal alle umdrehen, ja?
Dankeschön. Firma dankt. Firma lädt nach. Ups. So, wie sieht's denn aus? Immer noch nicht. Ah. Okay, dann aber hier hin. Wehe, das Auto fährt mir da rein. Dann ist aber Polen offen. Dann mal los. Na, dann mal los. Haben wir doch super abgesperrt, oder? Okay, das wird vielleicht eventuell ein bisschen tricky. Okay, Moment, das wird vielleicht ein bisschen tricky. Nee. 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 Scheiße. Okay. Oh. Toll. Wir haben so, uns so viel Mühe gegeben. Für nichts. Vielleicht wäre der Helikopter doch besser gewesen. Es war nicht umsonst. Aber es war nicht umsonst. Wir wissen nämlich jetzt, dass es nicht funktioniert hat. Okay. Wow. Du bist ein Stück weit verabfolg. Wir brauchen einen Helikopter. Es hilft alles nix. Haben wir hier irgendwo eine richtig schöne Startbahn? Ja, guck mal an. Hier. Da kann man doch wunderbar starten. So, da ist ready. Abwurf anfordern. Einmal. Von wo kommt er? Wie punktgenau der das auch immer wieder schafft. Pöff. So. Fliegen. Abfahrt. Ich bin gut. Das altbekannte Problem. Ich habe aus Versehen aus irgendeinem Grund wieder auf die Leertaste gedrückt. Okay. Wo ist der Wingsuit? Das Motorradstand?
Wir gehen mal ganz kurz hier rüber zum Wingsuit. So, hier ist Nummer 1. 2 und da unten ist 3, alles klar. So, perfekt. Und die Nummer 3. Perfekt. Sag ich doch, perfekt. Hui. Motorrad. Stunt. Machen wir in der nächsten Folge. Ting tang, walla walla bing bang. Na, wisst ihr alle Bescheid. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Sovak. Und tschüss. Haut da rein.